Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Wir machen gleich weiter. Und zwar mit der Welt 2.7. Dieser Pyramide. Pyramide, wie die hier so schön heißt. Ohne Trick an Stecker. Wie immer. Ist ja nichts Neues. Und los geht's. Ja, heute möchte ich mit euch ein bisschen über das neue Zelda Breath of the Wild sprechen. Ob das denn nun wirklich so gut ist, wie alle reden. Oder wie es tatsächlich ist, wieder einfach mal die Kopf übrig bleiben. Ach, die beleben es wieder. Oh shit. So, und hier gibt es Geheimtunnel. Schon. Hä? Wie kann man das denn sonst lösen? Man kann es hochspringen, aber man kann die Fresse nicht wieder dumm. Oder? Dann sind die halt auch weg, Mann. Gemacht. So. Wir fressen jetzt mal Zeigeis. Erst kommen zu diesen komischen Fledermäusen. So, hier gibt's da Leben. Das ist sehr schön. Und die fressen mal. Jetzt sehen wir jetzt nicht weiter. Die Frage ist, wo geht es weiter? Genau, die wir mit spawnen, wo ich da bin. Kann man voraussehen. Vielleicht geht's hier einfach wieder raus. Nee, das geht's mal nicht. Ah, da oben ist was. Da kann man es ja nur verbrennen. Sehr schön. Und wie löst man das andere? So. Out. So, aber hier geht's nicht weiter, oder? Ach Mann. Komm mal wieder raus. Nee, kann man gar nicht. Okay. Irgendwie geht's doch weiter. Aber ich sehe nicht wo. Wo geht's weiter? Ich meine, hier ist ja de facto nix. Was da nach aussehen könnte. Oh Mann, wo geht's denn hier weiter? Ja, als Abzeiger, ne? Das ist doch. Ich hasse diese
Irgendwie ins Wuchtel. Ich geh jetzt oben entlang. Da geht's gar nicht mehr entlang. Ja, ne, dich verbreitet aber da, wo man dich nicht sehen kann. Wie kommt man an die Röhre dran, ohne zu verrecken? Ich glaube, hier dieses Level gerade wirklich mal gar nicht. Hm, aber wir... Oh, ich hasse die Zeitgeist. Aber wir geben uns nicht so schnell geschlagen. Wir probieren das ein erneutes Mal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Naja, wir sind ganz positiv. Spring doch. Positiv geladen. Ich sehe es halt nirgendwo hier so wirklich weitergehen. Wenn ich ehrlich bin. Ah, da ist ein neues erschienen. Da geht's weiter. Glaube ich. Ah ja. Sehr schön. Ist anscheinend nicht mal vor dem Weg hier. Und hier gehe ich jetzt hier entlang. Ob das eine gute Entscheidung war? Nein. Das sehe ich jetzt schon. Hier gehen wir weiter. Hier entscheide ich mich für den Weg. Ob das so eine gute Entscheidung war? Ja, hier ist Metal Flag. Dammit! Aber ich war's mal richtig. Wollte ich vermuten. Das ist die Wahl was von mir. Ich gehe hier wieder raus. Frage ich nur, wo geht es dann weiter? Das ist leicht verwirrend. Meine, hä? War das der Weg links, das der Weg rechts? Jetzt wissen wir alle Wege. Ich komme nur noch mal schauen, ob das hier uns besser. Ne, da ging es nur raus. Ah, doch, de facto geht es hier entlang, ne? So, jetzt muss wieder ein Mittelflecker sein, wo wir waren. Dann war das eigentlich sogar doch der richtige Weg. Das stimmt alles. Genau. Das macht Sinn. Fliegen wir einfach durch.
Gar nicht so weiter höher als hierbei. Vielleicht geht's auch hier weiter. Und das war de facto die bessere Entscheidung. Wird es behaupten, wir werden sehen. Aber wir müssen alle anzünden. Und dann geht's weiter, das wird Sinn machen. Ich habe eine Idee, wie das geht. Schauen wir mal, ob dem so ist. Hallo, ich werde dich auffressen. Wie gehe ich da jetzt gerade raus? So. Mein Feuer spielt man eigentlich nicht. Wir gelernt haben in dem Fall hier aber schon. Mann, wie geht dieses Level? Ich kapiere es nicht. Keine Ahnung, wo das Ziel ist. Zeige dir, was man hier machen muss. Aber hier geht's irgendwie weiter, das weiß ich. Aber ich weiß halt nur nicht wie. Ah, ich weiß wie. Das muss halt irgendwie hier oben drauf. Ich kapier's nicht, wie er das machen soll, weil er kann nicht so hoch fliegen. Das ist so. Ah. Halt, jetzt geht das nicht raus, obwohl das der Schlüssel ist. Das kann wohl nicht sein. Jetzt müssen wir nur Tür zum Schlüssel finden. Das wird auch witzig. Bald können wir mal eins weiter nach oben schauen. Na, vielleicht ging es da das alles schon weiter. Nee. Und man sagt, wieder oben hochkommen. Nein. Ja lol, aber wie komme ich jetzt oben hin? Muss ich das außen rum machen oder wie? Hä? Das ist ja... Der ganze Pyramidenbau ist ja noch komplizierter als der von Originalpharaonen. Halleluja. Hoffentlich kommen wir jetzt ans Ziel. So wie ich mir jetzt denke. Nein. Bin ich wieder hier so weit unten, meine Fresse. So.
Das heißt, oben bleiben. Ne, das ist das. Bin ich wieder irgendwo unten. Kann die ganze Zeit hier wieder entlang gehen. Ist immer dasselbe. Einfach von allen Vieren den Schlüssel. Na siehe da, jetzt habe ich kapiert, wie es geht. Ah. Mann, hier falle ich immer so runter. Das ist zum Kotzen. Das pisst bis jetzt an. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, Leute, aber es ist doch so. Flieg doch, Yoshi, da bist du zu behindert dafür. Da bekomme ich das wieder Ausraster, ey. Deswegen fliegst du jetzt hier weiter nach. So. Let's see what we have to do here. Egal. Was bringt uns das jetzt? Ah! Kapiere. So, Schlüsselrunde Nummer 2 gehört uns. Jetzt brauchen wir noch den dritten und den vierten Schlüssel und dann haben wir's. Und ich habe auch so eine Idee, wo es die geben wird. Also, auf geht's, die letzten Schlüssel holen. Einmal haben wir hier diesen Weg. Okay, dann machen wir jetzt zuerst den hier. Nee. Auch wenn der Schlüssel ist. Let's make den oberen Weg zuerst. Also umdrehen. Ich glaube, da kann man bald irgendwie so auf einmal lösen oder so. Würde ich jetzt mal auf Anhieb vermuten. Das sieht zumindest danach aus. Ah ja. Also, man muss das Ganze während es brennt. Schnell. Nein. Spring ein bisschen schneller. Jetzt brennt das schon mal, jetzt muss der nächste halt nur schnell genug kommen. Das tut dieser leider nicht.
So. Jetzt hat. Koordiniertes Denken. Jetzt müssen wir nur zum vierten gelangen. Was? Nein, und ein Schlüssel mit dem natürlich. Den ich gerade vergessen habe. Sehr schön. Wäre natürlich nicht schön, wenn wir die vergessen würden. Das wäre eher schlecht. Also eigentlich ist das Thema, ne? Breath of the Wild. Wie ist das neue Zelda-Spiel? Ne, es hat ja... es hat ja weiß Gott wie viele gute Bewertungen von der Presse bekommen. Der Metascore besser als Ocarina of Time. Und dazu kannst du eins sagen, Leute, es ist verdient. Sehr schön, das ging easy. Das ist nicht umsonst das beste Zelda-Spiel, überhaupt eines der besten Games. Was ist so geil zu spielen, wirklich. Ich rate euch, wenn ihr euch keine Nintendo Switch leisten könnt, in absehbarer Zeit, und ihr eine Wii habt, holt euch die Wii-Version. Heide Wutzki, die ist richtig geil. Wirklich. So, aber jetzt haben wir das Level, glaube ich, hoffentlich gleich beendet. Oh ne, so früh gefreut. Alles klar. Wo geht es hier entlang? Also hier. Schon wieder unlogisch. Und da komme ich daher. Genau. Dieses Level macht weiterhin keinen so großen Sinn. Ah, man braucht Wolle dafür, Edzard. Ich kapier's. Renn, Yoshi. Voll Magen rennt sich besser. Er hat es ja gerade was da, was heißt drauf. Er hat es runtergeschluckt oder was? Ja, sehr schön. Ich glaube, ich muss andersrum. Das ist deutlich einfacher. Auch nur eine Wolle. Wo ist das hin, was du sie frisst? Was? Yoshi! Bist du eins behindert oder was? Ja, du sollst es einfach kurz in der Mund behalten. Zählst du mal was? Ne, es hat auf einmal nichts mehr, ne? Ah ja, sehr schön. Hier haben wir es auch schon.
Nee, das hilft uns aber nicht weiter. Jetzt haben wir eine Wolle, Halleluja. Und die hilft uns jetzt aber weiter. Hoffentlich können wir damit das Level beenden. Was? Ja, leck mich. Wo ist denn das heißt Ende vom Level? Wo ist das? Ich hab keine Lust, denn ich noch 100 mal im selben fucking Ort hier entlang zu gehen. Endlich. Da war's. Es war mir klar, dass es da irgendwo versteckt ist, aber es wusste halt nicht wo. Aushit. Geil gezielt. Ist ein bescheuertes Level. Hier geht's weiter. Ja, und hier haben wir, glaube ich, endlich das Heal. Ja, geil. Ich glaube, da im Roterfeld. Ne, passt, das sah gerade so abgrundmäßig aus. Aber ja, haben wir genug Sicherung. So! Halt! Endlich! Das ist aber ein komisches Labyrinth irgendwie, ne? So, damit danke fürs Zuschauen hier von diesem, ja, sehr komischen Pyramiden-Rätsel-Level. Und ja, im nächsten Part geht es dann schon mit dem letzten Level von Welt 2 weiter. Das heißt, ja, schalt das nächste Mal unbedingt wieder ein bei Yoshi's Valley World. Als nächstes kommt mal wieder ein Zelda-Part. Und wie wir sehen mit dem Level hier, was ganz schön gruselig aussieht, nehmen wir das nächste Mal ins Gefäß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!